So Leute, willkommen zum nächsten Part von The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir sind noch immer im fünften Dungeon und ich bin jetzt direkt zum Raum gegangen, wo der nächste Bossgegner ist. Also der vierte Kampf gegen den Stahlfossritter, da waren wir ja am Anfang schon. Im ersten Part von dem Dungeon hier. Also im letzten Part dann mehr oder weniger. Und er hat ein bisschen mehr drauf diesmal. Aber diesmal lassen wir uns nicht verarschen. Komm schon, schlag hin. Und das war's mit dir. Und da ist er endgültig down. Und endlich haben wir das Item, Leute. Endlich haben wir es. Den Enterhaken. Nice. Das ist das eins der besten Items im Spiel, finde ich. So, hier waren wir ja schon überall. Deshalb habe ich ja gemeint, habe ich es bis hierher gecuttet, den Part, dass ihr das nicht wieder unnötig sehen müsst, wie wir da hinlaufen. Und jetzt können wir den Dungeon komplett lösen. Also im nächsten Dungeon, dann brauchen wir aber, glaube ich, auf jeden Fall dann schon den Bogen. Und ein Rubin. 100 Rubine. So. So, was haben wir hier nochmal schnell? Ah, da hinten ist noch ein Dingens. Warum man hier die Pfeile bekommt, keine Ahnung. So, hier ist auch noch was. Ah, das ist schon geil, das Item. Ist ein Schlüssel auf jeden Fall. Jawohl, und nochmal Pfeile. Hey, wieso bekomme ich hier Pfeile, wenn ich die nicht brauche in dem Dungeon? Oh, ein Teil der Macht. Nice. So, das können wir aber auch aufmachen. Genau. Ah, hier braucht man Schlüssel. Gibt's echt wenige? Oh nein. Ah, für die brauche ich den, Für die brauche ich den Bogen. Stimmt. Das heißt, das muss ich nochmal cutten. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir machen hier einen schönen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder hier. So, Leute, da sind wir wieder. Ich bin jetzt gespannt, weil wir müssen jetzt eigentlich von dem Händler gekillt werden. Ja. Das war eine Warnung. Jetzt bezahlst du mit dem Leben. Weil eigentlich müssten wir revived werden. Aber nee, wir sind down. Oder? Hä? Okay, das heißt, das Secret Ende können wir nicht mehr bekommen. Hä, wieso? Aber. Ah, das zählt dann nicht. Okay. Okay, dann schneide ich das am Schluss einfach rein. Ach, jetzt müssen wir den Ding da wieder machen. Das Rätsel da. So, Leute, wir haben den Bogen gestohlen. So, dann machen wir nochmal einen Cut und dann sind wir gleich wieder beim Dungeon. So, Leute, wir sind wieder in dem fünften Dungeon. Und ja. Wir gehen aber, bevor wir jetzt zum nächsten Ding gehen. Wir wollten ja eigentlich gegen diese Gomas da fighten, aber wir haben da vorher noch was Wichtigeres, glaube ich. Weil hier war irgendwo. Mann, jetzt lasse ich mich gerade sehr unnötig treffen. Nee, das war nicht hier. Wo war denn das jetzt schon wieder?
Da war das hier. Nein, das war da ganz oben. Ja, das war in die Richtung. So. Weil da oben haben wir nämlich auch noch irgendwas gehabt. Oh, nice Herzen. Die nehme ich gerne mit. So, weil hier war auch noch was genau. Ach, come on. Damit das jedes Mal immer trifft, Alter. So, hier haben wir nämlich auch noch was. So. Was haben wir hier? Ah, hoppla. Ach, komm. Den Pfeil brauchen wir aber dabei eh noch nicht. Was haben wir hier? Oh, das ist schon der was? Das ist schon der Meisterschlüssel? Also der große Schlüssel? Krass. Alles auf der Karte auch markiert, okay. Den Dungeon haben wir, glaube ich, größtenteils auch schon abgeschlossen. Ja. Krass. Der ist ja auch relativ kurz eigentlich. Die habe ich irgendwie alle länger in Erinnerung teilweise. Oh Gott. Ja, so schnell kann ich ja gar nicht reagieren, Alter. Okay. So, hier haben wir auch noch was. Genau. Okay, ich denke mal, dass das alles nicht so wichtig sein wird. Au ja, doch. Was ist das hier? Ein Schlüssel. Dann haben wir das nur mehr da oben. Dann haben wir hier alle Truhen auch schon. Okay. Okay. Dann war das hier nicht mehr allzu wichtig. So, ich glaube, wir müssen hier, glaube ich, her, oder? Weil das ist... Das ist von dem. Und das ist von... Ah, ne, das ist wieder was anderes. Ich glaube, es ist das am Anfang, das glaube ich. So. Hier geht's in den zweiten Mini-Boss-Raum. Das muss dann der Raum sein hier. Ich glaube, dass das war. Oder? Weil hier war man eigentlich noch gar nicht. Oh Gott. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt hier richtig ist. Ja. Und noch einen stärkeren Skelettkrieger. Was ist das hier? Wo ist das Licht der Fackelnkreuz? Dort musst du tauchen. Okay. Ah. Hä? Wo geht das hin? Hä? Was ist denn das jetzt hier? Was ist das für ein Raum hier? Ach ja, stimmt, hier ist ja auch noch was. Hier waren ja diese Gomas. Hey, was bringen denn diese Gomas denn? Ich kämpfe auch mal gegen die. Keine Ahnung, was die bringen, Leute. Ah. Voller Kraft an. Okay.
kann man leider nur mit den Pfeilen angreifen. Okay, nochmal getroffen. Nice. Boah, die halten aber viel aus. Mann, der eine schützt den da immer. Ach, wie oft greift denn der noch an? Mal wie oft? Ich spring da drüber. Was ist das denn schon wieder? Das ist ja maximal bescheuert. Oder kann ich das blocken? Wie viel Leben hat das Wesen? Okay, er greift an. Okay, er geht ganz runter. Ich hoffe, dass das mit dem Pfeilen reicht, ne? Aber ich glaube, es reicht. Wäre noch ganz knapp nur. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man hier bekommt. Ach komm. Ich glaube, das ist nur eine Abkürzung, glaube ich. Viel Leben die haben. Okay, wir haben's. Oh, eine Fee. Ach, das ist der Teleporter nur. Okay. Oh Gott, Leute, das war jetzt eigentlich unnötig. Dann können wir das aber wieder weitermachen hier. Hm. Das war jetzt eigentlich nicht so sinnvoll. Aber wir können auf jeden Fall zum nächsten Boss. Was haben wir diesmal? Du willst ja deine Windfisch wecken, was? Ich werde dich fressen. Bzzzt. Der Boss ist auf jeden Fall sehr cool. Was zum Teufel ist das? Der Schleimaal ist der nächste Gegner. Muss mir jetzt mal drüber springen. Oh Gott. Fangt schon mal gut an. Ach komm. Rausziehen. Oh jawohl. Und schlagen. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Er macht Duplikate von sich. Und raus mit dir. Ach Mist, ich habe ihn nicht mehr getroffen. Ich springe immer zu früh. Oh ja, oh ja, oh ja. Stirb, stirb, stirb. Ach komm. Okay, dann macht er wieder ein Duplikat. Noch ein Duplikat. Okay, er wird auch schneller. Oh ja. Aber er hat nicht viel... Oh, er ist down. Du weißt wohl nicht, wo du dich befindest. Du naives Kerlchen, diese Insel ist dein Verhängnis. Was heißt das denn? Hm. Eine sehr komische Drohung. Aber... egal, wir haben das, den nächsten Herzcontainer. Nice. Und das nächste Instrument des Windfisches. Du hast die Windmarimba erhalten.
Auch eine sehr schöne Melodie, wie immer. Schrein, Inselgeheimnis im Schrein. Der nächste Tipp. So. Dann geht's auch direkt weiter. Und ja, wir können jetzt auf jeden Fall einige Herzteile uns holen. So. Hier war nämlich auch noch irgendwo was. Kann ich hier tauchen? Nee. Aber hier vielleicht. Nee. Da ist diese komische Statue der Fee, also der Meerjungfrau. So. Wir können jetzt auf jeden Fall einige Herzteile uns holen. Wir gehen jetzt zurück, auf jeden Fall das erste Mal zurück ins Zoodorf, weil da gibt es nämlich ein Herzteil. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Eins. Ach Gott. Zu spät reagiert. Aber wir müssen gar nicht mehr das Ding benutzen, weil wir können jetzt nämlich das machen. Ach, das war der Pfeil. Ups. Wir können uns einfach so rüberhangeln. Aber was war das für eine Drohung von diesem Boss? Ah, das ist der falsche Weg. Ups. So. Hier können wir nämlich jetzt das nächste Herzteil uns direkt gönnen. Weil da waren wir ja auch schon mal. Und dann brauchen wir im Zoodorf eigentlich nichts mehr. Genau. Ein Teil der Macht erhalten. So. Ich hoffe, dass das reicht. Ja, es reicht. Sehr gut. So. Dann können wir nämlich hier rüber und uns das nächste Herzteil holen. Dann haben wir schon wieder zwei. So. Also herzteilmäßig schaut es echt gut aus. So, aber ich würde fast sagen, obwohl wir können noch ein bisschen. So, wir haben ja hier einen Teleporter. So. Der ist ja da unten. Weil ich glaube, wir können das nämlich für die Meerjungfrau das auch schon holen, glaube ich. Dann müssen wir nochmal hierher. Bin ich mir jetzt nicht mehr genau sicher, wo das war. Aber irgendwo hier, glaube ich. Weil hier ist auch noch irgendwas. Oder ist hier nur ein Dingens? Na, hier ist nur eine Muschel, okay. Okay. Aber es wurde ja gesagt, hier ist, obwohl da unten ist noch ein Eingang hier. Okay, da muss man wohl einmal runterfliegen. Aber hier ist auch noch was. Was ist hier? Ah, okay. Hier ist wieder ein Herzteil. Ich halt nicht aus, Leute. Man findet wirklich überall Herzteile. Jetzt haben wir ja schon wieder drei. Ja. Krass. Und echt viele Herzteile mittlerweile. Ach, da komme ich hier raus. Oh, was ist das denn? Ach, warte mal. Das ist der Dingens.
mehr Zauberpulver tragen können, auf jeden Fall. Das ist so ein Upgrade-Schein. Bis dann. Okay. Jetzt können wir nämlich 40 Ding herumtragen. Auf jeden Fall auch krass. Mir fällt jetzt nicht gerade ein, wo das ist. Da ist der Dungeon. Okay Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.